Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Ich werde die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich werde sein, wer ich in Gottes Augen bin. Ich werde tun, was er von mir möchte. Und ich werde empfangen, was er für mich bereithält. Was ich jetzt sage, meine ich nicht negativ, aber wir alle leben in einer Art Kriegsgebiet. Es gibt Kriege auf der Erde. Überall, wo wir heute hingehen, gibt es Kämpfe, 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 Kämpfe. In der Regierung, Kämpfe in den Ländern der dritten Welt. Kämpfe überall. Auch in unseren Gedanken herrscht Krieg. Unser Geist weiß, was richtig ist. Aber der Feind kämpft dagegen an. Hat das jemand von euch schon erlebt, vielleicht sogar heute? Nun, ich auch. Das Interessante ist, dass man nie genau weiß, wann so ein Kampf losbricht und wie schlimm er werden wird. Aus irgendeinem Grund gingen mir gestern jede Menge seltsamer Gedanken durch den Kopf. Mir fiel plötzlich alles auf, was an anderen nicht in Ordnung war. Habt ihr auch solche Tage? Den ganzen Tag über musste ich mir sagen, ich bin kein kritischer Mensch, ich bin kein kritischer Mensch, ich bin kein kritischer Mensch. Mir fallen Dinge auf. Ich wünschte, mir würde nicht so viel auffallen. Aber das muss so sein, damit ich tun kann, was ich tue. Also eigentlich wünsche ich mir nicht, dass mir nicht so viel auffallen würde, aber es wäre mir lieber, ich könnte die Dinge eingrenzen. Sodass ich nur sehe, was andere richtig machen. An manchen Tagen kommt einem der Gedanke, ich kann das einfach nicht mehr. Und der Teufel denkt, yippie. Man weiß es nie so genau. Heute ist alles viel besser, wisst ihr? Gestern hatte ich nervige Kopfschmerzen, heute sind sie weg. Gestern hatte ich ständig ein Kratzen im Hals. Heute ist es weg. Aber worum es mir geht, ist, ich war gestern genauso freundlich wie heute. Heute fällt es mir nur ein bisschen leichter. Wir bekommen keinen Freifahrtschein, nur weil wir uns nicht gut fühlen. Deshalb haben wir Gottes Kraft. Oh, das ist so gut für euch. Und wenn ihr das heute nicht braucht, rede ich eben zu mir selbst. Ich rede immer gern zu mir selbst. In unserem Geist finden Kämpfe statt, wisst ihr? Wir sehen die Erde und hören, wie über den Himmel gesprochen wird, aber zwischen Himmel und Erde ist jede Menge atmosphärischer Raum. Und dort wohnen böse Geister, auch wenn wir sie nicht sehen können. Wisst ihr, wenn ihr über den Teufel und seine Dämonen nachdenkt, beschwört ihr all diese verrückten Bilder herauf, die ihr im Fernsehen oder wo auch immer seht. Aber ich möchte nicht, dass ihr das tut. Was ich möchte, ist, dass ihr den Einfluss des Feindes erkennt. Lauft nicht herum und versucht, Dämonen zu finden, die ihr austreiben könnt. Erkennt den Einfluss der dämonischen Werke, okay? Wenn ich mich beklage, kommt das nicht von Gott. Wenn ich versucht bin, selbstsüchtig zu sein, kommt das nicht von Gott. Wenn ich mich über jemand anders ärgere und mich weigere, ihm zu vergeben, kommt das nicht von Gott. Wenn ich gegen meinen Willen handle und das Beste, was ich habe, verschenke, weil ich glaube, dass Gott es von mir möchte, das kommt von Gott. Wenn ich mein Versprechen gegenüber jemandem halte, obwohl es mir so schlecht geht, dass ich glaube, sterben zu müssen, kommt das von Gott. Wisst ihr, ihr seid so viel klüger, als ihr vielleicht denkt. Ich meine, wenn ich den Test, was kommt von Gott und was kommt vom Teufel, mit euch machen würde, würdet ihr ihn alle bestehen. Wir wissen es. Wir sind nicht dumm. Wir wissen es, weil wir den Sinn Christi haben. Wir müssen nichts weiter tun, als danach zu handeln. Wir müssen außerdem wachsam sein. Eure menschliche Natur wird vielleicht sagen, das hört sich an, als wäre das jede Menge harter Arbeit. Aber
Wenn ihr einmal darauf achtet, was jetzt in eurem Geist vor sich geht, spürt ihr Begeisterung, Leben und Enthusiasmus in euch. Denn niemand mag es, wenn ständig auf ihm herumgetrampelt wird. Niemand will, dass der Feind ihn ausnutzt und beherrscht. Wir sind von Gott erschaffen, um zu herrschen und zu regieren. Durch Jesus Christus werdet ihr als Könige herrschen, heißt es in der Bibel. Durch Jesus Christus werdet ihr als Könige herrschen. Als Gott Adam in den Garten Eden brachte, trug er ihm auf, über diesen zu herrschen und sich um ihn zu kümmern. Das war sein Bereich. Du hast hier die Autorität. In 2. Korinther 10, Verse 4 und 5 heißt es, dass unser Sinn mit Argumenten und Theorien und allen möglichen falschen Gedanken attackiert wird. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, es sind keine Waffen aus Fleisch und Blut, sondern sie sind mächtig vor Gott für den Umsturz und die Zerstörung von Festungen. Wir haben Waffen, das ist eine Waffe. Ich glaube nicht, dass ich je ohne meine Bibel auf die Bühne komme. Auch wenn ich sie gar nicht benutze, auch wenn ich keinen Vers daraus vorlesen will und sie für meine Lehre nicht brauche, habe ich sie dabei, weil ich glaube, dass sie eine Bedrohung für den Feind darstellt. Allein dadurch, dass ich sie mit mir herumtrage, sage ich, ich verlasse mich auf die Bibel. Hier steckt mein Leben drin. Das ist mein Leben. Ihr müsst eure Bibel wertschätzen. Ich glaube, es ist gut, sie herumzutragen, vor allem, wenn ihr wirklich glaubt, was darin steht. Das Wort Gottes ist also eine Waffe. Lobpreis und Danksagung sind Waffen. Wenn der Feind seinen nächsten Angriff gegen euch startet, gibt es nichts, was ihn mehr ärgert, als wenn ihr euch einfach hinsetzt, den Mund aufmacht und Gott für alles dankt, was euch einfällt. Das ist gute Kriegsführung. Wir haben Waffen und wir müssen von ihnen Gebrauch machen, aber damit wir das tun können, müssen wir die Wahrheit kennen. Lasst uns jetzt Lukas Kapitel 4 ansehen. Von dem Kampf zwischen Jesus und Satan können wir viel lernen. Okay. Dann kehrte Jesus erfüllt und kontrolliert vom Heiligen Geist. Darüber könnte ich ewig reden. Erfüllt und kontrolliert. So viele Menschen wollen zwar vom Heiligen Geist erfüllt, aber nicht von ihm kontrolliert werden. Wie auch immer, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Vom Jordan zurück und wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, wo er 40 Tage vom Teufel versucht werden sollte. Na, vielen Dank, Heiliger Geist. Ich meine im Ernst, Gott, ich dachte, du liebst mich. Ich dachte, ich bin auf dem Weg ins verheißene Land. Nun wisst ihr was, wenn ihr aus Ägypten kommt, was bedeutet, dass ihr der Sünde den Rücken kehrt und ein neues Leben in Christus beginnt, seid ihr auf dem Weg in das verheißene Land. Aber wir alle müssen durch die Wüste gehen. Und die Wüste ist das Leben in der Seele. Wir müssen lernen, im Geist zu leben und nicht in der Seele. Der Heilige Geist führte ihn in eine schwierige Situation, in der er sich mit dem Teufel auseinandersetzen musste. Wisst ihr warum? Das war, so denke ich, deshalb notwendig, weil klargestellt werden musste, dass Jesus wusste, wer er war. Es musste klargestellt werden, dass Jesus wusste, wer er war. Als der Kampf vorüber war, heißt es, dann begann Jesus einen öffentlichen Dienst mit Zeichen und Wundern und Kraft. David musste sich Goliath stellen und ihn besiegen. Das gehörte zu den Dingen, die er tun musste, bevor er König werden konnte. Er wurde bereits viele Jahre, bevor er die Krone tragen konnte, zum König gesalbt. Aber erst musste er Goliath besiegen und die vielen Prüfungen bestehen, die mit Sauls Misshandlungen im Zusammenhang standen. Nun kommt schon. Während er im Glauben darauf wartete, dass Gott ihn befreien würde. Allein dazu könnte man 4 Vorträge halten.
Und während dieser Tage aß er nichts, und als sie zu Ende waren, war er hungrig. In Vers 3 heißt es, da sagte der Teufel zu ihm, ist euch schon mal aufgefallen, dass der Teufel oft wartet, bis ihr erschöpft seid? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zu mir spricht er häufiger, wenn ich müde bin. Dann sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist. Das ist interessant, denn damit griff er seine Identität an. Wenn Gott dich liebt, warum hast du dann dieses Problem? Wenn du gerettet bist, warum handelst du dann so? Darauf sollten wir antworten, ich gehöre zu Gott, das geht dich nichts an. Stimmt's? Ich gehöre zu Gott, das geht dich nichts an. Wenn du der Sohn Gottes bist, gebiete doch diesem Stein, dass er sich in einen Laib Brot verwandelt. Und Jesus erwiderte, es steht geschrieben. Das ist die einzige Antwort, die ihr dem Teufel je geben müsst. Es steht geschrieben, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Königreiche der bewohnbaren Welt. Und er sagte zu ihm, nun pass auf, dir will ich Macht und Autorität über sie geben. Jesus hatte bereits Macht und Autorität. Und all ihre Herrlichkeit, ihre Pracht, ihre Vortrefflichkeit, ihre Überlegenheit, Würde und Anmut, nun seht euch das an. Denn sie wurden ihm übergeben und ich kann sie geben, wem ich will. Und wer gab sie ihm? Adam. Aber er wusste nicht, dass er sie jetzt der einzigen Person anbot, die sie je zurückholen konnte. In diesen 40 Tagen in der Wüste passierte so viel. Vers 7. Wenn du mir Ehre erweist und mich nur einmal anbetest, was für eine Lüge. Nur einmal. Ach komm, es ist doch nur einmal und alle anderen tun es auch. Na, kommt schon. Kommt, Leute. Ich meine, es ist doch nur eine kleine Sünde. Wisst ihr, was ein Kompromiss ist? Ein Kompromiss bedeutet, das, was ihr als richtig erkannt habt, um ein kleines bisschen zu unterschreiten. Nur ein kleines bisschen Lüge. Nur ein einziges Mal Lüge. Wenn du dich nur dieses eine Mal vor mir niederbeugst. Nun, dieses eine Mal hätte ausgereicht und wir wären heute nicht hier. Stellt euch nur mal vor, was es gekostet hätte, wenn er der nur einmal Lüge nachgegeben hätte. Und Jesus erwiderte, geh hinter mich, Satan. So geht das. Komm schon, einmal kannst du das doch machen. Alle anderen tun es doch auch. Geh hinter mich, Satan! Er machte seinen Mund auf und wies den Feind in seine Schranken. Leute. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, ehren und anbeten und ihm allein sollst du dienen. Vers 9. Dann, ihr seht, er gibt nicht so leicht auf, dann führte er ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf eine Zinne des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, ein weiterer Angriff auf seine Identität, das tut der Feind ständig, wenn du der Sohn Gottes bist, stürze dich hier hinunter, denn es steht geschrieben, jetzt zitiert der Feind ihm aus der Bibel, nach dem Motto, okay, wenn du dieses Spiel spielen willst, ich kenne auch ein paar Verse aus der Bibel. Wisst ihr, der Feind zitiert gern zur falschen Zeit aus dem Zusammenhang gerissene Bibelverse. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen und streng und gewissenhaft über dich wachen. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus sagte, in der Schrift heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Okay, Vers 13. Es ist wichtig, dass ihr das seht. Und als der Teufel die Reihe der Versuchungen vollendet hatte, ihr müsst verstehen, dass diese Versuchungen und Bedrängnisse manchmal aneinandergereiht kommen.
Sie sind wie ein Zug, der aus vielen Waggons besteht. Und ihr müsst euch länger als 5 Minuten oder eine Stunde zur Wehr setzen. Und als der Teufel die Reihe der Versuchungen vollendet hatte, das ist keine gute Nachricht, aber seht euch das an, verließ er ihn und nahm für einige Zeit Abstand von ihm, bis eine passendere und günstigere Zeit kommen würde. Ach, wirklich? Ich dachte, wir hätten das jetzt abgeschlossen. Seht ihr, er hält immer Ausschau nach einer Gelegenheit. Wir müssen klug genug sein, ihm nicht immer wieder Türen zu öffnen. Na kommt schon. Wir müssen klug genug sein, ihm nicht immer wieder Türen zu öffnen. Jetzt liegt es an euch, was ihr mit dieser Botschaft machen wollt. Es ist gänzlich euch überlassen. Ihr könnt weiterhin weinerlich und armselig sein, euch selbst bemitleiden und sagen, nein, das kann ich nicht, das ist zu schwer für mich, das muss jemand anders für mich tun. Oder ihr könnt sagen, hey, ich weiß, wer ich in Christus bin, ich habe Kraft, ich habe Autorität, ich werde die Verantwortung für mein Leben übernehmen, ich werde sein, wer ich in Gottes Augen bin, ich werde tun, was er von mir möchte und ich werde empfangen, was er für mich bereithält. Stimmt's? Richtet euren Sinn nicht auf den Teufel aus. Was immer er tut, seht zu, dass ihr nicht ständig über den Teufel nachdenkt und redet. Seid euch bewusst, dass ihr Autorität über ihn habt. Lernt, sein Wirken zu erkennen und widersteht ihm schon im Ansatz. Wenn das doch nur jeder Christ bereits 2 Tage, nachdem er sich bekehrt hat, hören würde. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen und ein bisschen mit euch plaudern. Das wird eine mütterliche Unterhaltung, okay? Ich habe etwas auf dem Herzen. Darüber will ich in Zukunft noch ausführlicher sprechen, aber ich probiere es jetzt an euch aus. Mich als Bibellehrerin stört es natürlich besonders, wenn ich sehe, dass so viele Christen keinen Erfolg in ihrem Leben haben. Das bedeutet nicht, dass niemand Erfolg hat. Ich bin sicher, dass hier in diesem Raum und vor dem Fernsehapparat ganz wunderbare, starke, erfolgreiche Menschen sitzen. Aber im Großen und Ganzen beeindrucken wir die Welt nicht. Und wenn ich sage wir, meine ich damit die Gemeinde Christi, die Christen im Allgemeinen. Wir sollten die Welt im Sturm erobern. Alle sollten denken, wow, diese Menschen sind wirklich anders. Wie wir im Alten Testament lesen können, hatten die Israeliten in den Zeiten, in denen sie in Übereinstimmung mit Gottes Geboten lebten, so viel Kraft, dass die anderen Völker starr vor Staunen waren. Aber es gibt viele Christen, die keinen wahren Erfolg erleben, obwohl sie in die Kirche gehen, in der Bibel lesen und Geld spenden. Also habe ich versucht herauszufinden, warum das so ist. Ich möchte euch sagen, bitte hört mir jetzt zu. Es ist ein großer Unterschied, ob ihr eure Bibel nur lest oder sie wirklich studiert. Ich glaube, diese Sache unterschätzen wir enorm. Und ich glaube auch, dass viele Menschen aus einem Pflichtgefühl heraus die Bibel lesen. Sie denken, dass Gott wütend ist, wenn sie es nicht tun. Nehmt euch Zeit dafür. Ich habe viele Jahre lang jeden Tag ein Kapitel in der Bibel gelesen. Ich hätte euch schon 5 Minuten später nicht mehr sagen können, was ich gerade gelesen hatte, aber es gab mir ein gutes Gefühl. Dann stieß ich auf einen dieser Lies-die-Bibel-in-einem-Jahr-durch-Pläne. Das ist sicherlich ein gutes Ziel. Ich will nicht sagen, dass ihr das nicht tun solltet. Aber meine Motivation war völlig falsch. Ich tat es lediglich, damit ich sagen konnte, ich lese die Bibel in einem Jahr durch. Ich tat es nicht, um etwas zu lernen. Es ging mir nicht um Qualität, sondern um Quantität. Ich musste 6 Kapitel am Tag lesen, um es in einem Jahr zu schaffen. Und alles, was mich interessierte, war, die 6 Kapitel hinter mich zu bringen. Als ich eines Tages damit fertig war, sagte der Heilige Geist zu mir, was hast du denn jetzt gelernt? Ich werde nie vergessen, was Gott zu mir sagte.
Es wäre mir lieber, du würdest nur einen Vers lesen und so lange darüber nachdenken, bis du seine Bedeutung verstehst. Seid also nie auf Quantität aus, wenn es um Gottes Wort geht, sondern auf Qualität. Und wenn ihr die Bibel zur Hand nehmt, um darin zu lesen. Ich möchte euch jetzt etwas sagen, das sehr wichtig ist. Schlagt die Bibel nie auf, wenn ihr nicht die Absicht habt, das, was ihr darin lest, zu befolgen. Ihr könnt mir vertrauen. Ich tue das schon sehr lange und ich weiß von ganzem Herzen, dass Gott mir das gesagt hat. Nicht alle, aber viele Menschen nehmen das Wort Gottes nicht als das, was es ist. Ich sage euch, hier drin ist Leben. Das ist eine Waffe gegen den Feind. Es hat die Kraft, euren Sinn zu erneuern, euer Leben zu verändern und eure Zerbrochenheit zu heilen. Dieses erstaunliche Buch lässt keine einzige eurer Fragen unbeantwortet. Es gibt kein Problem, auf das hier keine Antwort zu finden ist. Hier drin findet ihr die Liebe, nach der ihr euch sehnt, die Akzeptanz, die ihr euch wünscht. Hier erfahrt ihr, wie ihr gerecht vor Gott stehen könnt. Hier findet ihr eure Vorrechte, Rechte und Verheißungen sowie Kraft und Segen. Aber es gibt eine Sache, über die wir nicht genug reden. Gott sagt, du musst tun, was ich dir sage. Seht ihr? Ihr klatscht nicht mal. Ja, hier steckt Gnade drin. Wir empfangen nichts ohne die Gnade Gottes. Alles, was wir bekommen, geschieht durch Gottes Gnade. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht unseren Teil dazu tun müssen. Ich weiß jetzt, wer ich in Christus bin. Ich fühlte mich viele Jahre lang schuldig und verurteilt. Ich empfand so große Scham und hatte ein schlechtes Selbstwertgefühl. Und das als Christin. Joyce, wie hast du das überwunden? Indem ich die Bibel studierte und jeden Vers abschrieb, in dem es um Gerechtigkeit ging und in dem es hieß, dass wir nicht verdammt, sondern von aller Scham befreit sind. Ich schlug viele Wörter im Wörterbuch und in Konkordanzen nach. Ich studierte und las Bücher. Ich hörte mir Lehr-CDs an. Ich bekannte, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus war. Ihr wollt wissen, wie lange das dauerte? Ein paar Jahre. Aber schließlich begriff ich es. Und jetzt kann mich der Teufel in diesen Bereichen nicht mehr angreifen, denn es ist nicht mehr nur hier oben, sondern auch in meinem Herzen. Ich wünschte, ich könnte euch aufknöpfen und das in euch hineinlegen und euch dann wieder zuknöpfen. Aber ich muss ehrlich sein und euch sagen, dass ich das nicht kann. Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht zwingen zu trinken. Ich sage euch das so schlicht und einfach, wie ich es kann. Und ich werde es immer wieder sagen, nehmt euch die Zeit, die Bibel zu studieren. Wir werden demnächst eine Kampagne starten und die Leute zu einem 30-tägigen Fasten einladen. Und dieses Fasten bedeutet nur, dass sie sich jeden Tag 30 Minuten Zeit nehmen, um zu studieren. Das müsste doch jeder schaffen. Wenn ihr die Bibel ohnehin schon studiert, sind das 30 Minuten zusätzlich am Tag. Und wenn ihr überhaupt nicht studiert, fangt mit diesen 30 Minuten an. Aber ich bin so beschäftigt. Nun, dann werft aus eurem erdrückenden, elenden Leben etwas hinaus. Muss ich zu euch hinunterkommen und euch schütteln? Wenn ihr bei der Arbeit eine Mittagspause habt, nutzt die Hälfte dieser Zeit, um zu studieren. Und wenn ihr wirklich radikal sein wollt, nutzt die andere Hälfte, um zu beten. Vermutlich ist es ohnehin nicht allzu schlimm, wenn ihr eine Mahlzeit auslasst. Oder esst ganz schnell und nutzt den Rest der Zeit. Ich sage euch etwas, bitte seht mich an. Für das, was wir wirklich tun wollen, finden wir die Zeit. Wir finden die Zeit, um zu tun, was wir wirklich tun wollen. Wisst ihr,
wie ihr den größten Nutzen aus Veranstaltungen wie dieser ziehen könnt, ob ihr nun hier seid oder vor dem Fernseher. Das mag nicht immer möglich sein, aber wenn es irgendwie geht, macht euch Notizen und schreibt euch die Bibelstellen auf, über die ich spreche. Lest sie später noch einmal in eurer Bibel nach und betet. Heiliger Geist, lehre mich. Ich bin zwar eure Lehrerin, aber nicht der Lehrer. Und ich erfülle diese Aufgabe nicht richtig, wenn ich euch nicht zu ihm hinführe. Deshalb geht mit dem, was ich euch beibringe, zu dem Lehrer, dem Heiligen Geist, und sagt: Hilf mir, das in meinem Leben umzusetzen. Zeig mir, wie das geht. Wir müssen uns jeden Tag in Erinnerung rufen, dass wir in Christus die Kraft und Autorität haben, die Probleme in unserem Leben zu überwinden. Fragen? Telefonisch erreichen Sie das Joyce Meyer Team in Hamburg unter 040 88 88 41111. In der Schweiz unter 0848 88 00 11. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Als wir angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn das Wasser ist eine wichtige Grundlage für die Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Wenn Ihr Tag nicht so läuft wie geplant, geben Sie nicht auf. Es ist an der Zeit, dass Sie in Ihrem Leben wieder mehr Freude, Zufriedenheit und Begeisterung empfinden. Bestellen Sie jetzt 20 Tipps für einen glücklichen Tag von Joyce Meyer. Telefonisch unter 040 88 88 41111 oder im Internet unter joyce-meyer.de/20-tipps. Ganz gleich, ob Sie Ihre Schulden loswerden möchten, an einer Beziehung arbeiten oder nochmal studieren wollen, Sie haben nur ein Leben. Was fangen Sie mit Ihrem an? Es ist an der Zeit, zielgerichtet zu leben. Mit meinem Buch Der Tag gehört dir finden Sie heraus, wie das geht. Lassen Sie Ihr Leben nicht einfach vorbeirauschen. Packen Sie es aktiv an. Bestellen Sie Der Tag gehört dir im Internet unter joyce-meyer.de/deintag. Oder rufen Sie an 040 88 88 41111.